In diesem Video schauen wir uns die Showdown-SPC zu Lemar und Rüdiger genauer an. Viel Spaß mit dem Video. Bei so einer Showdown-SPC ist das Besondere, dass sich die Karten noch upgraden können. Bei einem Sieg von Atletico Madrid geht Lemar um plus 2 hoch. Bei einem Unentschieden würden beide ein plus 1 Upgrade bekommen und wenn Chelsea gewinnt, geht Rüdiger um plus 2 hoch. Die beiden Mannschaften treffen am Mittwoch in der Champions League aufeinander, das Spiel ist um 21 Uhr. Das Hinspiel hat Chelsea auswärts mit 1:0 gewonnen. Wir sehen Chelsea auch als Favoriten, unter Tuchel sind sie zuletzt einfach echt stark und Atletico kann nicht komplett defensiv spielen, was ja eigentlich ihre Stärke ist. Für die SBC hat man noch 3 Tage Zeit. Beide SBCs kosten laut Footpin aktuell um die 200.000. Dazu bekommt man noch Packs, die ungefähr beide gleich viel wert sind. Schauen wir uns zunächst Lemar an. Er spielt für Atletico, hat 4 schöne Skills und 4 schöne Weak Foot. Die Arbeitsraten Mitte-Mitte könnten besser sein. Das Tempo ist mit 90 solide, jedoch gibt es Flügelspieler, die schneller sind. Der Schuss sieht ganz stabil aus, die Passwerte sehen auch in Ordnung aus. Richtig gut ist die Beweglichkeit mit 93 und die Ballkontrolle. 70 Abfangen sind sogar gar nicht mal so schlecht, jedoch hat er leider nur 63 Stärke, die Ausdauer ist bei ihm noch in Ordnung. Wir würden ihm einen Hunter empfehlen, so kann man ihn auf Außen, aber auch zentral im Sturm zocken. Ihn kann man natürlich als Franzosen aus der Liga echt richtig stark einbauen. Er hat Stronglings zum Beispiel zu Llorente, zu João Félix, aber auch zu Mondi. Außer der Liga gibt es sehr viele linke Flügel. Zum Beispiel Lainez Future Star für 30.000, Morales, der 84er in Form, für knapp 50.000 und als Franzosen noch Bamba für 64.000. Auch ein echt ziemlich ähnlicher Spieler ist einfach Carrasco, er hat 2 Informs und er spielt auch für Atletico. Schauen wir uns jetzt Rüdiger an. Er spielt für Chelsea und hat die guten Arbeitsraten mittelhoch. Relativ unbrauchbar macht ihn der Antrittwert mit nur 69. Hier gibt es wirklich deutlich schnellere Innenverteidiger, das wird sich in-game sehr komisch anfühlen. Die Passwerte sind auch nicht so wirklich stark, er hat nur 65 Übersicht. Auch schwach ist die Beweglichkeit, da könnte ein Innenverteidiger auch noch ein Tick besser sein. Die Defensive ist gut, aber jetzt auch nicht so mega stark, dazu eine ganz gute Stärke. Bei ihm macht nur ein Shadow Sinn, einfach damit das Tempo nochmal enorm gepusht wird. Auch ihn kann man natürlich echt nice einbauen, er hat zum Beispiel Stronglings zu Kanté, Reece James oder auch ein Perfect Link zu Werner. Aus der Premier League gibt es eine Innenverteidigung, zum Beispiel Fofana Future Star, den man sicher noch erspielen kann, er hat bessere Werte, vor allem beim Tempo. Ähnlich ist auch noch Stone Second in Form für 84.000 und ein anderer deutscher Innenverteidiger ist Gosens Fries für 130.000 mit sehr nicen Werten. Sollte man die SBCs also eher machen oder lassen? Lemar hat zwar ganz gute Werte, hier gibt es aber zum einen sehr viele Alternativen, zum anderen würde er das Upgrade wahrscheinlich eher nicht kriegen. Dafür ist er mit 200.000 einfach zu teuer und wir würden bei ihm lassen sagen. Rüdiger könnte das Upgrade bekommen, jedoch ist es auch nicht ganz sicher. Dazu hat er beim Tempo und Dribbling echt nicht so gute Werte. Das ist kein Innenverteidiger, der wirklich Spaß machen wird. Auch er ist mit 200.000 dafür noch ziemlich teuer. Wir würden daher zu beiden SBCs lassen sagen. Spar dir lieber dein SBC-Futter für andere SBCs. Was sagst du zu den beiden Karten? Schreib uns deine Meinung gerne in die Kommentare und lass ein Like und ein Abo da, wenn dir das Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.